Ja, liebe Zuschauer, ganz herzlich willkommen zu Let's Play Dungeon Siege und ich freue mich wirklich sehr auf dieses Let's Play, nicht nur das Dungeon Siege ohne zu zögern von mir als eines meiner Lieblingsspiele deklariert werden kann. Nein, es ist auch mein erstes Hack and Slay Let's Play, was ich starte. Es wurde 2002 von den Gas Powered Games herausgebracht unter der Leitung von Chris Taylor und wurde von Microsoft gepublished. Ich hoffe, dass ihr euch auch auf dieses Projekt freut. Einige von euch mögen Dungeon Siege vielleicht selbst gespielt haben, kennen es vielleicht. Was erwartet uns? Jede Menge Monstergeprügel, eine schicke Heldengruppe, die wir uns nach und nach zusammensuchen werden, und wir werden uns auf eine sagenumwobene, fantastische Reise durch das Königreich Eb begeben und ja, jede Menge Monster verprügeln. Also das, was man macht, wenn man seiner Mutter in der Küche über die Schulter guckt. Egal. Starten wir ein neues Spiel. Es ist natürlich toll, dass uns das Spiel direkt vorschlägt, unseren Held Kord zu nennen, aber das nehme ich jetzt mal raus. Ich zeige euch jetzt mal das Cover dieses Spiels. Und man würde doch jetzt davon ausgehen, dass diese Frau hier in dem Spiel vielleicht irgendeine tragende Rolle einnehmen könnte. Nein, dem ist aber nicht so. Diese Frau taucht in diesem Spiel nicht auf. Und um dieser Dame auf dem Cover zu huldigen, werde ich sie jetzt nachbauen. Deswegen erstellen wir uns eine Frau. Die sieht ja schon relativ ähnlich, es mal abgesehen von dem Zopf und der polygonarmen Fresse. Gott, das wird ja immer schlimmer. Das ist wie beim Spellfrost-Charakterersteller. Ja. Wenn ich mich zwischen Pest und Cholera entscheiden muss, dann nehme ich lieber den Heuschnupfen. Das ist alles in Ordnung so. Die Haut, ah, ich weiß nicht, was hat die für eine Haut? Rhabarber, das ist eine Rhabarberhaut. Genau, das ist eine Rhabarberhaut. Das Haar muss natürlich rot bleiben, wenn wir schon dem Vorbild ähnlich bleiben wollen. Och, wir können noch, die Kleidung können wir natürlich auch. Gott, was... Ich glaube, so ist damals keiner rumgelaufen, es sei denn, sie wollen bei einem Wet T-Shirt Contest mitmachen. Nehmen wir mal dieses Lederwams hier, das sieht eigentlich ganz nett aus. Und oh, natürlich haben wir irgendwas Tigerfellmäßiges. Nein? Okay, dann bleiben wir hierbei. Ja, die Geschichte unserer Hauptcharakterin ist ganz einfach. Wir haben es hier zu tun mit Lady Elaine von Roastbeef. Sie ist adligen Blutes und hat sich auf die fantastische Reise begeben, das berüchtigte Feuerschwert Grillzange zu suchen, um ihre königlichen Würstchen auf nie dagewesene Art und Weise zuzubereiten. Ich weiß, es klingt total bekloppt, aber es beruht auf einer wahren Begebenheit. Und wenn ich hier schon von Würstchen spreche, ist es trotzdem immer noch eine bessere Liebesgeschichte als Twilight. Gut, die Kurzform von Lady Elaine ist Leni. Unsere Charakterin heißt Leni. Und wir werden jetzt direkt in unser Abenteuer starten, 5 Minuten oder 4 Minuten, nachdem ich angefangen habe zu labern. Wir spielen auf normal, weil ich wahrscheinlich schon ein bisschen eingerostet bin. Also, genießt das Intro. Ich finde sowas witzig. Ich finde sowas echt witzig, dass live solche Pannen kommen. Ich habe nämlich ärgerlicherweise CD2 eingelegt und nicht CD1. Ja, ihr seht, ich habe das Spiel legal erworben. Also, wenn irgendwer von euch Dungeon Siege gespielt hat, werdet ihr wissen, was euch hier erwartet. Es ist ein schönes Spiel, definitiv. Und ich werde im weiteren Verlauf des Spiels auch noch so ein bisschen darüber reden, was mich damals an Dungeon Siege fasziniert hat, was ich gut fand und... Oh Gott! Du willst doch jetzt nicht abheben, oder? Mein Computer gibt Laute von sich, die ich noch nicht mal von einem wilden Tier gehört habe. Okay, das müsste jetzt aber funktionieren. Die Welt wird vorbereitet. Es war vor langer Zeit auf dem Kontinent Arana. Das einst gewaltige Reich der Sterne war zerfallen, aufgerieben zwischen dem Machthunger seiner eigenen Legionen
und einer unerbittlichen und uralten bösen Macht, die das Reich von außen bedrängte. Aber die 10. Legion, tapferste und treueste Einheit des Reichs, zog sich in den äußersten Westen zurück, in ein Land namens Eb, in dem Bemühen, das zu erhalten, was das Reich verloren hatte. In den zerklüfteten Bergen und reichen Tälern ihrer neuen Heimat gründeten die Legionäre das Königreich Eb. Ein Königreich, das seit 300 Jahren in Frieden und Wohlstand lebt. Doch Frieden und Wohlstand forderten einen Preis. Nur wenige erinnern sich an das Übel, das den Menschen gegenübertrat. Noch geringer ist die Zahl derer, die sich an die düsteren Zauber erinnern, die zur Rettung aller gewirkt wurden. Und niemand ahnte, dass der Fortbestand des Königreichs in der Hand eines einfachen Menschen vom Lande liegen würde, als das Vergangene sich anschickte, Vergeltung zu üben. Und so beginnt das Abenteuer von Lady Elaine, die natürlich nur aushilfsweise auf diesem Bauernhof herumfuchtelt. Sie ist ja adlig. Die Krux, sie greifen an. Konnte sie nicht zurückhalten. Ihr seid ein alter Freund. Aber jetzt könnt ihr nichts mehr für mich tun. Geht nach Stonebridge zu Güren. Wenn die Krux uns anderswo verraten haben sollten, braucht der König tapfere Leute wie euch. Geht jetzt. Oh mein Gott. Erste Frage, was hatte dieser alte Sack mit mir zu schaffen? Zweite Frage, schön, dass du mich als tapfer bezeichnest, aber ich habe nichts getan, was mich... So, Abenteuerhandbuch. Wir bekommen hier nochmal so ein paar Tipps, die wir aber eigentlich deaktivieren können. Ich werde euch alles während des Spieldurchlaufs erklären. Ja. Die Grafik war zu seiner Zeit 2002 eigentlich ganz vernünftig. Die Bedienoberfläche ist ähnlich wie bei Diablo 2. Wir steuern unseren Charakter per Mausklicks durch die Spieloberwelt, die wir mit Mausrädern ein bisschen bewegen können, ganz nett anzusehen. Die Musik war damals ziemlich cool, fand ich zumindest. Wir können hier so ein paar Dinge aufheben, Rechen, Schaufel, alles was der Bauer, der moderne Bauer für sein Tagewerk benötigt. Eine stumpfe Heugabel natürlich. Und so ist unsere erste Aufgabe doch relativ klar. Wir sollen nach Stonebridge aufbrechen und Güon treffen. Und uns offensichtlich diesem Kampf gegen die Krux anschließen. Die Krux sind römische Tonkrüge. Natürlich nicht. Es sind irgendwelche komischen Viecher. Wir können das auch nochmal in unserem Auftragsbuch nachlesen. Kapitel 1, Stonebridge. Sucht Güon in Stonebridge auf. Das werden wir tun. So, ansonsten gibt es hier noch eine Übersichtskarte, die wir öffnen können. Aus der wir hinaus zoomen können und von der aus wir unseren Charakter sogar steuern können. Ist das nicht cool? Wir haben sogar einen Kompass. Außerdem können wir das Spiel durch einen Druck auf die Leertaste pausieren und können in diesem Fall sogar Tränke oder Mana-Tränke einnehmen. Was wir jetzt aber noch nicht brauchen. Außerdem sehen wir hier oben unser Charakterporträt mit Lebensanzeige, Porträt unseres Charakters und Mana. Hier nochmal detailliert im Inventar die ganzen Werte, die wir haben, Stärke, Geschicklichkeit, Intelligenz. Unsere Fähigkeiten, in denen wir uns schulen werden auf unserer Reise. Und dann nochmal so ein paar andere Details. Unser Inventar. Ich glaube, die Heugabel ist am besten in diesem Fall. Aber auch nicht besser als das Messer. Wir behalten das erstmal in unserem Inventar. Vielleicht müssen wir noch irgendwelche Felder bestellen oder sowas. So, das Spiel fängt gleich an, uns mit Zaubern, die auf einem Bauernhof eigentlich nicht zu suchen haben, voll zu spammen. Wir haben hier den Feuerbolzen und hier einen Krug, Schraubdieb. Unten wird uns angezeigt, wie viel Energie dieses Vieh hat. Und zwar 8. Jetzt ist es tot. Und Zap und Knüppel. Ein weiterer Zauber. Zauber teilen sich in diesem Spiel in zwei Kategorien ein. Einmal Natur und einmal Kampfzauber. Während die Kampfzauber eben, wie der Name schon sagt, eher auf den Kampf fixiert sind,
sind Naturzauber auch Zauber, die irgendwie der Gruppe helfen oder irgendwelche Beschwörungen, die man durchführen kann. Hier haben wir wieder einen Krug-Strauchtrieb, den wir erledigen. Und jede Menge Hühner. Flatter, 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 flatter. Ich will ein Ei. Du sagst, ich habe schon zwei. Ich bin eine Frau. Erkennst du das nicht? So, hier erkennen wir das nochmal. Feuerbolzen. Eine Feuerkugel wird auf das Ziel geschleudert. Schaden 5 bis 7. Und zapp. Und Salz holen. Blitzstrahl. So, wir können das hier jetzt in unser Zauberbuch einmal einsortieren und können diese Zauber nun wirken. Außerdem haben wir einen Bauernkurzbogen gefunden, den wir auch schon hier angelegt haben und rüsten uns jetzt mit dem Knüppel aus, der ein bisschen stärker ist. Hier können wir uns auch immer anzeigen lassen. Ja. Das Interessante, das Skillsystem in diesem Spiel funktioniert so, es gibt, wie gesagt, diese vier Talente, sage ich jetzt mal, Nahkampf, Fernkampf, dann gibt es Kampfmagie und Naturzauber. Und je nachdem, was wir im Kampf benutzen, und so ist es auch nur logisch, steigen wir auch Stufen auf. Das heißt, wenn wir Nahkampf benutzen, werden wir im Nahkampf geschickter und steigen dann irgendwann auf. Und das sieht man dann an diesen Balken hier. Stufe 0 sind wir gerade überall. Das heißt, wir können uns dadurch, welche Fähigkeiten wir benutzen, eben skillen. Und je nachdem, was wir skillen, steigen dann unsere vier Attribute Stärke, Geschicklichkeit und Intelligenz auf. Eigentlich ziemlich cool gemacht. So, hier haben wir jetzt ein Schild und wir sehen, unten wird uns angezeigt Stadt Stonebridge. Das haben wir auch hin. Ich werde jetzt übrigens einmal die Musik ein bisschen leiser machen, denn ich glaube, die ist relativ laut. Auch wenn sie cool ist. Wie gesagt, die Grafik war zu seiner Zeit wirklich cool. 2002 kam das Spiel raus, ist auch seit langer Zeit mal wieder das älteste Spiel, was ich spiele eigentlich. So, 2002. Oh, ein neuer Monstertyp. Wir haben einen Felsgrub. Oder Scrub, oder wie auch immer. Die Monster hier am Anfang sind noch relativ schwach. Schön finde ich eben das Feature, dass uns die Lebenspunkte der Monster angezeigt werden, dass man so ein bisschen abschätzen kann, wie stark die ungefähr sind. Rauszoomen kann man auch noch ein bisschen, falls man das möchte. Wie lang wird das Let's Play? Das ist schwer abzuschätzen. Es ist lange her, dass ich Dungeon Siege gespielt habe. Oh, ein Wrack. Wrack. Ein Wrack. Es ist ein Wrack. Tötet es. Außerdem fragt ihr euch sicher, jetzt nehmen wir einmal die Space-Taste zu Hilfe und trinken einen Heiltrank. Wir sehen, unser Leben ist wieder voll. Und weiter ganz gehen. Ja, es ist lange her, dass ich Dungeon Siege gespielt habe. Hier sehen wir an dem Symbol, Leni hat Stufe 1 im Nahkampf durch Kämpfen mit der Waffe erreicht. Was ist das für einer? Ein Tragschlitzer. Miese Viecher. Ich schätze, so 10 bis 15 Stunden kann man schon einplanen und je nachdem, wie ausführlich ich das spiele. Es gibt ein paar Nebenquests. Oh Gott. Krug Speer, die sogar schon 12 Energie haben. Jetzt wird es ziemlich knapp für uns. Schlumpferdolch, zerlumpftes Leder. Gucken wir uns gleich mal an. Kleiner Mana-Trank. Auch immer wichtig. Das Spiel hält für uns viele verschiedene Gegnertypen parat. Die aber in den meisten Fällen nicht viel mehr Taktik erfordern als stumpfes Draufschlagen. Aber das ist auch nicht das Hauptaugenmerk dieses Spiels. Wird gerade schon wieder knapp in unserem Leben. Ich gebe mir nochmal schnell einen Trank. Ich werde größtenteils skillen, glaube ich, auf Nahkampf und etwas Kampfmagie. Denn hier kommt nun ein weiteres Feature von Dungeon Siege zu tragen. Und zwar, im Gegensatz zu Diablo 2, das Gruppenspiel. Wir werden im Laufe des Spiels mehrere Charaktere treffen, die wir in unsere Gruppe aufnehmen können. Ich glaube, das waren bis zu 6 Leute. Entweder 4 oder 6. Ich meine, es waren 6. Die man eben sich individuell zusammenstellen kann und dann entscheiden kann, okay, wie sind die Charaktere ausgerichtet, was brauche ich noch für mein Gruppenspiel, welche Fähigkeiten. Ein Heiler zum Beispiel wäre nicht schlecht immer. Das wäre dann einer, der Naturmagie beherrscht. Und das war halt zu seiner Zeit echt cool und hat für Dungeon Siege nochmal dieses Eigenständigkeitsgefühl gebracht, im Gegensatz zu Diablo 2, wo es eben darum ging, alleine zu kämpfen und hier hat man eine Gruppe. Es ist also kein Diablo-Klon. Die Fachpresse hat Dungeon Siege auch im Großen und Ganzen sehr gut aufgenommen. Es hat ja dann auch einen Nachfolger bekommen.
Und die Gas-Powered Games sind eigentlich auch größtenteils bekannt für Dungeon Siege und noch Supreme Commander und sowas. Ein Krug-Hund. Die haben auch Hunde. Oh mein Gott. Das ist ja wirklich grausam. Ja, wir sehen schon, es sind relativ viele Monster, die allerdings nicht respawnen.